So, herzlich willkommen zum 15. Teil des Teleherbus Zonko auf Monden. Jetzt nähern wir uns schon dem Ende, aber jetzt haben wir noch den Mann, haben wir gerade kennengelernt im Tal der Krempelritter, und jetzt geht's um das Buch der Gerechtigkeit. Die zweite Brille ließ mich die Welt nicht nur mit den Augen eines Frosches sehen, sondern ich erlebte sie auch so. Solange sich Mann und Luna Loop nicht bewegten, sah ich nichts außer einer grauen, dunklen Fläche. Aber als die Prinzessin einen kleinen Ruck in meine Richtung machte, fuhr mir die Zunge dermaßen schnell und forsch aus dem Mund, dass mein Rachen schmerzte. Zum Glück hatte ich nicht die überlange, klebrige Zunge eines Frosches, sonst wäre es um Luna Loop, die genau ins Beuteschema passte, weil sie viel kleiner war als ich und sich auf mich zubewegte, geschehen gewesen. Darüber konnte ich allerdings im Moment nicht nachdenken. Denn als Mann auf mich zukam und mir die für die Prinzessin nicht ungefährliche Brille abnehmen wollte, erkannte ich etwas gleich Großes, das sich bewegte, und besprang es in der Absicht, Nachwuchs zu zeugen. Man konnte Mann sein anfängliches Gebrüll und seine starke Gegenwehr sicher nicht verübeln, aber als Frosch war ich irritiert. Was hat denn die Kröte? Allerdings war die Irritation Augenblicke später, nachdem mir der bedrängte Schatzhüter die Brille wegziehen hatte können, erheblich größer, denn ich musste erkennen, dass ich den zarten, schon beinahe atemlosen Mann fest umschlungen hielt. Sofort löste ich die Umarmung und sprang zurück. »Entschuldigen Sie bitte«, stammelte ich, »wie konnte das geschehen?« »Einen Moment noch«, presste er nach Luft ringend hervor. »Einen Moment noch, die Erklärung ist ganz einfach.« »Lass uns verschwinden«, zischte mir die Prinzessin zu, »bevor es noch schlimmer wird. Du wolltest mich fressen.« »Nein, sicher nicht, ganz sicher nicht. Keine Frage, ich hatte mich etwas ungestüm und unmenschlich verhalten, aber ich hatte sie keinesfalls fressen wollen. Genauso wenig, wie ich Mann besteigen hatte wollen.« »Es hat aber ganz danach ausgesehen«, beharrte Luna und zerrte an meinem Hemd. »Bitte, Prinzessin«, sagte der Schatzhüter mit zunehmendem Atem, »keine Panik. Es war meine Schuld. Ich habe die Wirkung der Brille unterschätzt. Herr Zonko hat die Sinneseindrücke ungefiltert übernommen und somit das in jedem von uns steckende Programm des Frosches aktiviert.« »Moment«, stieß Luna hervor, »Sie wollen damit hoffentlich nicht sagen, dass wir alle irgendwie was Froschartiges haben?« »Naja«, erklärte Mann, »ganz falsch ist das nicht. Das Leben hat sich vor 3,5 Milliarden Jahren auf Erden im Meer gebildet und bis heute weiterentwickelt in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber es beruht immer auf Zellen, die Stoffwechsel leisten, und einer entsprechenden Erbinformation, die in der DNA gespeichert ist. In dieser DNA findet sich Gleiches beim Menschen und beim Weizen. Zum Beispiel, beim Frosch ist die Übereinstimmung des Genoms mit dem vom Menschen natürlich viel größer als beim Weizen, und beim Schimpansen sowieso. Da ist die DNA zu 97% ident.« Ich begann mich zu langweilen. »Entschuldigen Sie«, wendete ich ein, »das ist alles sicher richtig und ein großartiges Zeugnis für die Wissenschaft, aber es macht mich nicht neugierig.
Haben Sie denn nicht noch eine Brille oder einen anderen Krempel? Er hatte. Galant zog er eine weitere Brille aus seiner Manteltasche, klappte die Bügel auf und setzte sie mir auf die Nase. Ich hörte, wie er zu Luna sagte, »Machen Sie sich keine Sorgen, diesmal wird er uns garantiert nichts tun.« Aber ich sah die beiden nicht mehr. Ich erblickte nur ein schemenhaftes Flimmern mit kleinsten, unterschiedlich leuchtenden Teilchen, die sich so blitzschnell bewegten, dass man sie nicht verfolgen konnte, und eigenartig wabernde, strukturlose Felder in Pastelltönen. »Gehen Sie bitte 4 Schritte vorwärts«, hörte ich Mann klar und deutlich sagen. Da war auch ein leichtes Glucksen der Prinzessin, das mir nicht entging und das ich mit Zufriedenheit zur Kenntnis nahm. Offenbar hatte sich Luna Loop wieder entspannt und Spaß am Krempeltest gefunden. Ich lächelte und kollidierte so hart mit etwas Unnachgiebigem, dass ich das Gleichgewicht verlor. Umgeben von schallender Schadenfreude riss ich mir am Boden liegend die Brille von der Nase und erkannte das Objekt, das mich zu Fall gebracht hatte. Es war ein Baum. Ein sehr großer Baum mit einem dicken Stamm. »Hast du ihn denn nicht gesehen?« zwitscherte Luna ausgelassen, und Mann legte nach. »Was für ein Komiker!« »Schön, dass ihr Freude daran habt, wenn ich von einem Baum gefällt werde«, sagte ich, während ich mich aufrappelte, »aber Wunder war es keines. Die Brille hat mich halb blind gemacht. Ich habe nur flimmerndes Zeug gesehen.« Mann hob die Brauen und den Zeigefinger. »Halb blind ist nicht richtig. Sie haben so klar und detailreich gesehen wie nie zuvor in Ihrem Leben, aber Sie konnten mit dieser Wahrnehmung nicht umgehen. Wie sollten Sie auch? Sie sind ein Mensch und kein Lebewesen, das durch Bäume hindurchgehen kann.« »Gibt es denn solche?« wollte die Prinzessin wissen, aber der Gelehrte gab ihr keine konkrete Antwort. »Das spielt keine Rolle«, sagte er. »Doch es ist erhellend zu erkennen, dass die Wahrnehmung immer zweckgebunden ist. Nehmen wir an, es gäbe ein Lebewesen, das durch Bäume und Mauern einfach gehen oder fließen könnte, ohne im geringsten dadurch aufgehalten, verlangsamt oder auch nur irgendwie beeinträchtigt zu werden. Warum sollte so ein Wesen diese Dinge, die für uns Barrieren sind, dann überhaupt wahrnehmen? Es wäre reine Verschwendung der Aufmerksamkeit und nicht zweckdienlich.« Ich konnte diesem Gedanken ohne innerliche Gegenwehr folgen, aber Luna beharrte auf mehr Klarheit. »Gibt es solche Wesen oder nicht?« »Ich weiß es nicht«, erklärte Mann geduldig, »aber es ist für diese Demonstration wirklich unerheblich. Ich wollte euch beiden nur zeigen, dass die Wahrnehmung niemals die unberührte Wirklichkeit bzw. die objektive Realität widerspiegeln kann, sondern immer nur Zweckdienliches erfasst und dem Verstand die Möglichkeit gibt, ein Bild zu entwickeln, das hilfreich ist.« Das leuchtete mir ein, fesselte mich aber nicht. »Von mir aus können irgendwelche Wesen ruhig die Atomverbindungen ganz anders wahrnehmen als ich und die Fähigkeit haben, durch Mauern zu spazieren«, sagte ich, »aber für mich selbst hat das keine übergeordnete Bedeutung. Es macht mein Leben nicht aufregender. Haben Sie denn nicht noch einen anderen Krempel für mich?« »Sehen Sie«, sagte Mann, »Sie sind mit einer Maschine durchs All gefahren und haben den Mond entlurcht. Man könnte doch annehmen, dass Sie von diesen Erkenntnissen der Wahrnehmung,
die meine gehüteten Brillen vermitteln, zutiefst fasziniert sein würden. Doch sie sind es nicht. Sie finden es unterhaltend und anregend, aber würden sie einen Finger krumm machen, um die Brillen zu entwenden oder gar zu zerstören? Er kannte die Antwort und ich auch. Vor wem hüten Sie dann diese merkwürdigen Brillen, diesen Schatz? Fragte Luna Loop. Vor Menschen, antwortete Mannmann, denen alles ein Gräuel ist, das sie nicht verstehen. Wenn solche unaufgeschlossenen, versperrten Menschen an die Hebel der Macht kommen, geben sie ihr Bestes, die Welt mit Gesetzen und Regeln dermaßen zu beschränken, dass sich nichts mehr entfalten kann. Ihr Streben gilt einer abnormal engen Normalität. Genau, rief ich aus, die Idioten wollten sogar schon das Motorradfahren verbieten. Darauf kommen wir noch, sagte Mannmann, aber lassen Sie mich meinen Gedanken zu Ende führen. Sobald Sie glauben und befürchten, dass Ihnen das für Sie Unverständliche gefährlich werden könnte, weil es stark genug wäre, die Masse der Menschen, die ja idealerweise reibungslos funktionieren sollte, aufsässig zu machen, versuchen Sie mit allen Mitteln, es zu zerstören, auszulöschen oder zu verbrennen, wie es schon oft mit Büchern, aber auch mit sogenannten Hexen passiert ist. Und mit den schönen, stolzen Büffeln in der Prärie, fügte Luna Loop hinzu. Moment, warf ich ein. Bei der Ausrottung der Büffel ging es nicht um die Angst vor dem Unverständlichen, sondern um reine Geldgier, dass die Indianer, vor denen die Weißen keinen Respekt, aber große Furcht hatten, dann Hunger litten, war nicht Absicht, sondern nur ein nützlicher Nebeneffekt. Eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Da kann ich nicht locker bleiben, das regt mich irrsinnig auf. Mannmann schaute ruhig zu, wie ich mit leicht zitternden Händen die Pfeife anzündete, und Luna Loop flatterte auf meine Schulter und zirpte mir ins Ohr. Tut mir leid, ich wollte wirklich nicht zündeln, das musst du mir glauben. Was ist denn die größte Ungerechtigkeit in Ihren Augen? Können Sie darüber sprechen? Fragte der Gelehrte sanft, und ich ließ ohne zu zögern einen schwer beladenen Kahn in meiner Seele vom Stapel. Momentan die Haifischflossen. Nur weil sie irgendwelchen vollkommen degenerierten und gewissenlosen Gourmets schmecken, schneiden die Fischer den Haien bei lebendigem Leibe die Flossen ab, werfen die wehrlosen Tiere zurück ins Meer, wo sie langsam verenden. Da raste ich aus. Das verkrafte ich einfach nicht. Da raste ich aus. Und würden Sie es denn verbieten, wenn Sie es verbieten könnten, wollte Mannmann noch wissen, und ich bejahte nach kurzem Zögern. Mir waren Verbote zuwider, weil es ohnehin schon viel zu viele davon gab, aber die widerlichen Haiverstümmelungen hätte ich ganz sicher nicht erlaubt. Niemals. Nun, sagte der Gelehrte, dann habe ich noch einen Schatz für Sie. Das Buch der Gerechtigkeit. Das Buch der Gerechtigkeit? Ja, sagte er lächelnd. Und es ist gleichzeitig das Buch des Jenseits. Also, da steht alles drin, was wir über das Leben nach dem Tod wissen. Luna Loop hielt ihr Köpfchen schief, weil sie wohl ahnte, dass da etwas nicht stimmte, aber ich gierte nach dem Buch. Ich erwartete spektakuläre Gedanken und Erkenntnisse und hielt es zunächst nur für einen schwachen Scherz, dass mir Mannmann zwar die Hand entgegenstreckte, als ob er mir etwas reichen würde, aber ohne Buch. In aller Höflichkeit zwang ich mich zu einem kurzen Lächeln, aber dann sagte ich ungeduldig, wo ist denn das sensationelle Werk? Bitte geben Sie es mir, ich bin äußerst gespannt. Na hier, sagte Mannmann und schaute auf seine leere Hand.
Ich sah es nicht und ich verstand es nicht. Erst als die Prinzessin zirpte, »Niemand weiß auch nur irgendetwas über das Leben nach dem Tod«, begann ich zu begreifen, es gab kein Wissen darüber, also gab es auch kein Buch. Aber was war mit der Gerechtigkeit? »Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, Herr Zonko«, antwortete der Schatzhüter, »aber genauso wenig, wie wir etwas über das Jenseits wissen können, gibt es Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist im besten Fall eine Wunschvorstellung, im schlimmsten Fall die stärkste Waffe der Machthaber.« Das widerstrebte mir. Mann musste sich irren. Warum sollte gerade Gerechtigkeit die stärkste Waffe der Machthaber sein? Weil, sagte er, es die Idee der Gerechtigkeit und die davon abgeleiteten Gesetzeskataloge nur gibt, um die Masse der Menschen ruhig zu stellen, um zu gewährleisten, dass sie im Sinne der Machthaber funktionieren. Ja, aber, warf Luna ein, wenn alle tatsächlich dieselben Rechte und Pflichten hätten, wäre das doch gerecht. Ich stimmte ihr zu, Mann aber nicht. Nein, gerecht wäre das nicht, im Gegenteil. Sollten zum Beispiel die Machthaber beschließen, dass niemand mehr Motorrad fahren dürfe, würde man den Herrn Zonko, der es liebt, massiv einschränken, während all jene, die es sowieso ablehnen, auf nichts verzichten müssten. Wäre das gerecht? Oder noch drastischer, da Sie der einzige Wellensittich sind, der sprechen kann, wäre ein Sprechverbot für Sie eine Katastrophe, für alle anderen Wellensittiche aber nicht der Rede wert. Und dann wäre da noch das Beispiel mit dem Abtrennen der Haifischflossen. Ein entsprechendes Verbot würde uns in keiner Weise einschränken, die Fischer, die damit Geld verdienen, aber sehr wohl. Gerechtigkeit für alle kann es nicht geben. Ich hatte verstanden. Luna kämpfte aber weiter. Gerechtigkeit verhilft dem Guten zum Sieg. Mann lächelte. Das Gute, sagte er nach einer kurzen Pause, kann auch leicht das Böse sein. Die Ritter, die damals aus dem christlichen Abendland nach Jerusalem zogen, um den Tempel und die Stadt von der Herrschaft der Andersgläubigen zu befreien, standen ihrem Selbstverständnis nach im Dienst einer guten Sache. Sie mordeten und brandschatzten wie die größten Verbrecher aller Zeiten. Beim an sich Guten ist es so ähnlich wie beim Leben nach dem Tod. Wir wissen nichts davon. Und wir werden nie etwas davon wissen. Aber die Geschichte ist voll mit Beispielen, in denen das sogenannte Gute unglaublich viel Leid und Schrecken über Menschen gebracht hat. Das Gute ist der Leitstern für die Gerechtigkeit. Und es kommt immer nur darauf an, welche Ziele die Machthaber verfolgen. Sie definieren das Gute in ihrem Sinn und untermauern es mit einem Regelwerk der Gerechtigkeit. Das sollte man nie vergessen. Ich nickte. Ganz fremd waren mir diese Gedanken nicht. Während meiner Kindheit war das Gute ganz anders gewesen, als es heute war. Damals haben aufrichtig sein und das Unterstützen von Schwächeren als wertvoll gegolten. Heute zählt der wirtschaftliche Erfolg und das Durchsetzen der eigenen Interessen, sinnierte ich spöttelnd und dachte auf einmal an den Staubsaugerverkäufer. Er war tatsächlich nicht wieder erschienen, wie er gesagt hätte. Und wie ich jetzt so meine Erinnerungen an ihn abrief, fiel mir auf, dass er nie gelogen hatte. Sicher, über sein Motiv für meine Mondfahrt
hat er mich lange im Unklaren gelassen, aber all die Dinge und Sachverhalte, die er mir in Aussicht gestellt hatte, waren eingetreten. »Kennen Sie denn Mr. Staubsauger?« fragte ich Mann unvermittelt, und er bejahte, selbstverständlich. »Wer kennt ihn hier nicht? Er ist aber meines Wissens zur Erde zurückgekehrt, und für mich wird es wohl auch Zeit.« Er schaute auf seine Armbanduhr, hob die Brauen, seufzte kurz und reichte mir die Hand. Höchste Zeit sogar. Ich muss mich verabschieden. Es hat mich sehr gefreut. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Dann strich er noch der Prinzessin über das Köpfchen, wandte sich ab und verschwand mit flinken Schritten im Wald. Selbst Luna war zu perplex, um ihm noch etwas nachzurufen. Ich sowieso. Gut. Er hatte sich nicht aufgelöst wie Mr. Staubsauger und die Mondfee nach der ersten Begegnung, aber unerwartet plötzlich war sein Abgang allemal. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Jetzt wird es wirklich ernst. Das nächste Kapitel ist das traurigste des ganzen Buches, der Sandsturm. Ja, und dann... Also es gibt nur zwei Teile, sagen wir so. Ciao, Baba, bis euch. Danke sehr.